hast kein Money, du bist broke, moin. Hier, Echo Fresh und ich Rap wieder auf die Karte. Jetzt ist Tech Grim da mit dem Headbanger. Mehr Textblätter als Bestseller. Für die Hecke-Penner wird's jetzt enger. Rassismus hat er überall erfahren. Amtsbesuche bis zur Straßenbahn. Jahrelang. Boom, was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Yo, ihr seht, wie letzte Woche schon gesagt, Excalibur kam letzte Woche am Freitag raus, zusammen mit Bones Loveline EP. Und ja, das gute Stück kam am Samstag dann letztendlich an. Und ich zeige euch jetzt erstmal die Außenhülle, weil das ist relativ groß. Haben wir immer hier Echo Fresh. Schön beim Kölner Dom. Richtig fett. Ein paar Eckdaten dazu findet ihr direkt bei Echo auf dem Kanal, wer das gemacht hat und so weiter und so fort. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal noch reinziehen, das Unboxing-Video, was vom Echo direkt ist, weil der noch ein paar Sachen so reinhaut. Einfach so als Support für den Echo nochmal selber. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht so krass drauf ein. Dann Inhalte. So sieht es von innen sozusagen komplett aus, wenn man das dann auspackt. Sehr schön dargestellt alles, also ordentlich schön aufgeräumt, überall was drin und so weiter und so fort. Das ist das Poster. Das zeige ich euch dann einfach mal im Ganzen nochmal. Und ja, würde man sagen, mit dem ersten Inhalt fangen wir mal an. Cheeto von Transformers, den neuesten Film sozusagen. Rise of the Beast müsste das, glaube ich, heißen. Und mega cool. Also sehr, sehr fett gemacht hier. Ich packe ihn aber nicht aus, einfach aus Sammlergründen, denn die Leute, die was mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich solche Sachen sehr, sehr gern sammle und so weiter und so fort, und deswegen würde mir das nie einfallen, das Ding aufzumachen und hier zu cutten oder wie auch immer. Ich finde es auf jeden Fall mega, mega fett, dass das so ein Bezug zu dem Film dann nochmal in die Box mit reingepackt wird. Ich glaube, der Song dazu, wartet mal ganz kurz. Oh. Nur ein Dream müsste der heißen. Gehört natürlich alles mit dazu an sich. Dann würde ich sagen, als nächstes packen wir uns erstmal einen Aufkleber noch mit drauf. Auch ganz fresh nochmal das Cover nochmal als Aufkleber. Zack. Gut, da hätten wir vielleicht mal noch zwei oder drei reinmachen können. Ich bin immer der Meinung, wenn du einen reinmachst, ist halt blöd, wenn du den vor Dottelt hast, dann ist er halt weg, ne? So kannst du die halt nicht mehr wiederholen. So, dann würde ich sagen, bevor wir auf die Musik eingehen, haben wir hier dann nochmal ein schönes Glas, glaube ich, müsste das sein. Ein Kölschglas, höchstwahrscheinlich. Zack, Köffel Kölsch. Nochmal hier Excalibur. Sehr, sehr nice. Aus Glas, wie gesagt, ein 02er Glas. Sehr, sehr cool. Nochmal in Bezug zu Köln natürlich. Brand-Logo sozusagen drauf. Dann haben wir noch als eins mit der teuersten Sachen wahrscheinlich von Philips ein Waterproof-Speaker, also wasserfest. Den mache ich mal kurz auf. So sieht das Ganze aus. Zack. Ja, mit Typ C Funktion, wie ihr seht. Das ist schon mal sehr cool, also auch sehr modern, muss man sagen. Diesmal mit Brand Logo Echo Fresh, also nicht hier bloß einfach mal einen Speaker reingeballert, hier geht's an und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ich muss mal kurz schauen, wenn man den anmacht. Ne, ist wahrscheinlich kein Saft drauf. So, dann haben wir hier noch die Sachen noch mit dann dazu. Etwas ausführlicher machen, mal kurz gucken. Echo Fresh, seine Boxen mittlerweile sind ja auch mega geil. Also, Abi, das letzte Album von ihnen war ja auch sehr, sehr cool gewesen. So, da haben wir hier nochmal die Elektronik noch mit dann dazu. Hier haben wir nochmal. Packen wir mal ganz kurz alles raus: Anleitung, Quick Guide und so weiter und so fort. Also alles mit am Start. Das ist zwar für euch jetzt nicht interessant, aber das ist ja schön, dass es mit drin ist. Typ C, Ladekabel nochmal direkt. Sehr nice, sehr, sehr nice. Vom Klang oder sowas, das werde ich euch mal mit reinschreiben dann. Das kann ich euch gerade an sich nicht sagen.
Ja, sehr cool, sehr, sehr cool. Oder beziehungsweise ihr könnt das auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet, wenn ihr das auch selber besitzt. So, dann haben wir die Diaspora LP. Zack. Auch nochmal mit 5 extra Tracks, was so mehr so in die türkische Schiene reingeht. Das schauen wir uns trotzdem mal kurz an. Und eigentlich, soweit wie ich weiß, sollte eigentlich noch ein Album mit dabei sein. Ist es aber diesmal nicht. Wundert mich. Weil sonst hat der Echo eigentlich immer Haufen Sachen mit reingepackt. Was mich diesmal wundert, dass in Pappschuber mit... Ich nenne es Pappschuber, auch wenn das anders heißt. Aber das finde ich trotzdem cool. Weil ich sag mal, ihr habt das und das, sag ich mal, allein das Transformers-Teil, sag ich mal, das könntest du bestimmt schon wieder verkaufen für 20 Euro oder sowas. Speaker wird auch technisch gesehen mindestens 40, 50 Euro, vor allen Dingen wasserfest noch mit Kosten und so weiter und so fort. Und habt dann noch nicht mal das Album. Also Echo macht hier, denke ich mal, so oder so Minus. So, das Album an sich ist mega cool. Ich habe es mir mittlerweile natürlich schon mal angehört. Ich finde, viele Sachen sind cool. Ein, zwei Lieder hätte ich vielleicht jetzt rausgelassen für so ein Hip-Hop-Album jetzt an sich. Aber mit Money Boy, das Lied finde ich mega geil. Dann Mein Revier ist mega cool. Was ist noch alles? Forrest Gump ist mega geil. Bookrest ist auch sehr cool. Also das sind so meine Favorites momentan. So, dann sieht es so aus. Zack. German Dream Empire. Excalibur Booklet, muss schon mal reinschauen. Ja, Booklet ist auch ein paar Bilder drin. Also, das hat sich zum Glück dann nicht mehr so oft wiederholt, weil bei manchen Boxen war das ja so gewesen, dass du dann tatsächlich kein gescheites Booklet mit hattest. Die Bilder sehe ich jetzt auch zum ersten Mal dann. Sehr hochauflösend auf jeden Fall. Sehr, sehr gute Qualität. Das erinnert mich immer so ein wenig an die Ghetto-Zeit von damals. Ghetto ist ja mittlerweile auch Gold gegangen. Apropos Ghetto. Das freut mich auch sehr für Echo, weil er hat es einfach verdient, so als Songwriter. Muss man wirklich sagen, wie es ist. Jo, nicht schlecht. Als Solo-Album sozusagen in der Box insgesamt 14 Lieder und dann nochmal 5 so. Also 19 Tracks am Ende. Also top Sache. Kann man nicht anders sagen. So, dann würde ich sagen, wir hauen uns dann noch einmal das Poster zu Gemüte. Das ist schwere Qualität, also dicker Druck. Und das Poster, das haue ich euch mal auf den Boden und dann war es das leider auch schon wieder mit der Box. Ihr seht auch, es ist jetzt nicht dann wie bei den anderen Postern, wo du hier dann überall so extremste Knickfalten drin hast. Hast du hier natürlich auch, aber hier ist es zum Beispiel, das sieht bloß jetzt gerade so aus. Ihr seht, das, wenn es so schwenkt, das ist nicht weiß oder sowas. Auch hier. Also man kann es, wenn man wollte, natürlich auch nochmal aufhängen. Hier hinten ist bloß ein kleiner Falt. Ich halte aber von den Postern an sich immer eh nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum die Künstler immer so Poster reinknallen. Ich finde das jetzt nicht so mega wichtig, ob da ein Poster drin ist. Da lieber habe ich 3-4 Aufkleber lieber drin für den gleichen Wert. Wie dass ich jetzt immer so ein Poster habe, weil ich ein Poster aufhänge, ich weiß auch nicht. Das machen vielleicht 12-Jährige noch oder so. Aber ich denke, die Leute, was mit so weiter Echo mit hören, größtenteils, die werden sich keine Poster mehr zwingend aufheben. Wenn ihr natürlich andere Meinung seid, könnt ihr das gerne mal mit reinschreiben. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr Support da lasst in Bezug auf Kommentar. Ein Abo bestenfalls würde mich mega freuen. Und von daher haut rein. Danke fürs Feedback der letzten Unboxing-Videos und bis bald, euer Mimelux One. Peace, schöne Woche.